Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Vlogmas-Tag Nummer 4. Ja, ich habe schon geduscht, gefrühstückt und ein Adventskalendertürchen habe ich heute Morgen direkt nach dem Aufstehen schon geöffnet. Das war das von dem Schokoladen-Adventskalender. Und da war ein kleiner Schokoladenaffe drin, der war richtig, richtig süß. Ich habe ne fotografiert. Wenn ich dran denke, blende ich euch das Bild ein. Ich hatte heute Morgen, als ich aufgestanden bin, einfach total Lust auf diese Adventskalender-Schokolade, auf diesen Geschmack. Und, huch, mein Handy. Und deshalb, ja, konnte ich nicht warten und habe das Türchen direkt mal aufgemacht. Und ich dachte, wir machen jetzt als erstes mal die anderen Türchen auf, bevor es hier weitergeht. Und ich habe mir gerade meine Decke hier auf den Boden gelegt, wo ich die Türchen jetzt aufmache, weil mir irgendwie so kalt ist. Also ich bin heute auch irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so hundertprozentig fit. Ich mache mir da jetzt erstmal keine weiteren Gedanken, weil ich habe das gerade im Winter irgendwie sehr oft, dass ich mich an einzelnen Tagen so kränklich fühle, als wenn ich irgendwie krank werde und dann ist am nächsten Tag wieder gut. Weiß nicht, vom Wetter, von der Kälte, von der Heizungsluft, ich weiß es nicht. Aber ich habe das öfter mal und von daher machen wir uns erstmal keine Gedanken. Ich werde bestimmt nicht krank werden. Ich bin zwar heute irgendwie verkratzt und verschleimt und keine Ahnung, fühle mich so ein bisschen schlapp, aber das wird schon. Es wäre sehr ungünstig. Donnerstag ist die Weihnachtsfeier und ich will auch zum Friseur und so. Also krank werden wäre jetzt nicht so cool, aber irgendwie bin ich halt auch so ein bisschen bewegungseingeschränkt, weil ich so, ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie komisch gelegen haben und es tut mir so praktisch unter dem Schulterblatt alles weh, wenn ich mich bewege. Es ist ganz komisch, hatte ich noch nie. Also ja, heute ist so der Tag der kleinen Wehwehchen. Ich schnapp mir mal als erstes den Balea Adventskalender. Und dann öffnen wir hier das erste Türchen. Aber ja, immerhin bin ich trotz der Wehwehchen heute etwas motivierter oder besser gelaunt als gestern, so hinsichtlich der Arbeit. Weil ja, heute wird es zum einen nicht ganz so, ja, stressig ist das falsche Wort, aber ich habe heute nicht so ganz den Zeitdruck, weil ja, ich heute einen weniger in der Tour habe. Der ist immer zum Ende hin mit drin, Montag, Mittwoch und Freitag. Und dann wird es halt zum Ende hin mit der Zeit immer total knapp, wenn der dabei ist. Und den habe ich heute ja nicht, weil heute Dienstag ist. Und dann dadurch kann ich mich ab einem gewissen Punkt dann echt entspannen und ganz in Ruhe arbeiten, ohne auf die Zeit zu achten. Und ja, von daher bin ich heute auch so ein bisschen relaxter, weil ich weiß, okay, das klappt dann schon alles. So, Türchen Nummer 3. Es steht auf dem Türchen: Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Ja, das ist doch mal ein sehr motivierender Spruch. Und da drin haben wir klein zusammengefaltet etwas drin. Ja, geht schon los hier. Oh, es ist eine Moon Milk Maske mit Mandelmilch und Zimtduft. Also eine Gesichtsmaske. Und es sind zwei, also es sind zwei Dinger. Man kann nicht auseinanderzupfen. Das ist ja cool. Riechen tut man so nichts. Zimt und Mandelduft stelle ich mir aber gut vor. Vielleicht probiere ich die heute Abend mal aus. So ein kleines nach der Arbeit verwöhnt Programm. Ja, sehr schön. Also bisher bin ich mit dem Adventskalender auf jeden Fall zufrieden. Dann machen wir mal weiter mit Harry Potter Adventskalender. Das ist ja immer etwas unspektakulär, weil man hier nicht erst suchen muss. Ups. Oh, das sieht sehr schön aus. Ist das? Jetzt muss ich ja tatsächlich nachdenken, wer das ist. Das müsste Fleur de la Cour sein, oder? Was sagt ihr? Ich muss gleich nochmal googeln, wie die aussah auf dem Weihnachtsball, aber ich glaube, die ist das, weil Luna war da ja noch nicht dabei. Also die kann es ja nicht sein. Von daher wird das Fleur de la Cour sein. Die sieht aus wie so in so einem Hochzeitskleid, oder? Es ist so, es ist weiß. Und dann hat sie hier dieses Ding. Aber ja, auch sehr, sehr hübsch. Gut, das war Harry Potter. Jetzt haben wir schon drei geöffnete Türchen überall. Wie die Zeit doch vergeht, Mensch. Emma ist heute Nacht übrigens auf meinen Adventskalendern rumgeklettert. Die findet das sehr toll, weil es dann so knistert und knackt. Ja, was soll man dazu sagen? Katzen halt. So, wo ist denn die drei in meinem
selbstgemachten, den ich geschenkt bekommen habe. Wo ist sie denn? 15, 19, 8, 22. Da unten, 3. Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich komme ich da dran. Oh, da drunter ist auch gleich die 4. Das muss ich mir merken, dann brauche ich die morgen nicht suchen. So, die anderen Sachen. Ich bin ja echt gespannt, was hier so drin ist, ne? In diesen größeren Päckchen. Ach, das für die 24 ist größer und ein bisschen schwerer. Und irgendwas klappert da drin. Aber gut, bis dahin ist es noch eine Weile. Da muss ich mich noch gedulden. Jetzt erstmal die 3. Wir haben hier wieder ein Kinderriegel. Sehr gut. Und die finde ich auch immer ganz toll zur Weihnachtszeit. Diese Schokoladenpäckchen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber die finde ich immer so süß, weil die so zusammengeschnürt sind und die schmecken auch richtig gut. Ja, vielen Dank. So, damit haben wir alle bis auf Emmas Kalender. Emma schnarcht da hinten gerade friedlich vor sich hin. Ich werde trotzdem mal gucken, was drin ist. Wo ist sie denn? Irgendjemand hatte mir gestern geschrieben von euch Abonnenten, dass deren Katze das irgendwann rausgefunden hat und die Adventskalender halt Türchen selbst aufgemacht hat und das aufgebissen hat oder so. Da mache ich mir bei Emma eher weniger Gedanken. Ich meine, ich glaube auch, sie ist clever genug, um dahinter zu kommen, dass halt da drin Futter ist. Aber sie hat halt keine Zähne mehr, also beziehungsweise fast keine Zähne mehr. Die mussten wir ja das eine Jahr, ist schon eine ganze Weile her, alle entfernen lassen, weil sie halt so eine Krankheit hatte und ihr ganzer Mund ständig entzündet war. Und das lag halt an den Zähnen, weil ihr Körper gegen ihren eigenen Zahnschmelz praktisch eine Allergie entwickelt hat. Und das Immunsystem hat da mal gegen angekämpft, deswegen war ihr ganzer Mund ständig entzündet. Das war echt nicht schön. Ihr tat dann immer alles weh. Das tat einem immer richtig leid beim Fressen. Wenn sie dann gefressen hat, sie hat die ganze Zeit praktisch geheult, weil ihr das weh tat. Aber sie hatte ja Hunger. Und naja, deswegen hat sie im Prinzip nur noch vorne diese ganz, ganz kleinen Zähne. Und sie hat einen Eckzahn. Und ich glaube, damit kann sie diese Tütchen nicht aufmachen. Aber da der Adventskalender ja hier in meinem Zimmer liegt und ich hier schlafe, würde ich das, denke ich, mitkriegen. Weil ich habe dann doch einen recht leichten Schlaf, sowas höre ich. So, und heute haben wir kein Futter, sondern eine Spielmaus. Da wird sie sich freuen, wenn die gleich aufwacht. Die kriegt sie dann erstmal, die ist richtig schön flauschig. Eine schöne Abwechslung zum Futter. Ich hatte ja gedacht, dass die an Nikolaus drin ist, weil es sind insgesamt nur 2 Spielmäuse in dem Kalender, steht zumindest hinten drauf. Und deswegen dachte ich so, ja, Nikolaus und am 24. würde ja passen. Sie klappert auch. Naja gut, dann mache ich Emma nachher eine Freude, wenn sie wieder wach ist, wird gespielt. Und damit haben wir wieder alle Kalender für heute abgearbeitet. So, ich hatte gerade nach dem Frühstück angefangen, hier meinen Vlog von gestern zu schneiden. Das werde ich auch erstmal noch fertig machen jetzt. Und dann, wenn der fertig geschnitten ist und exportiert, werde ich erstmal kurz einkaufen gehen. Ich brauche was fürs Mittagessen und werde dann halt auch gleich für morgen was holen. Sonst müsste ich ja morgen nochmal loslaufen, ist ja Quatsch. Und ich habe eh schon eine Idee, was ich zu essen machen will. Von daher erledige ich das in einem Abwasch heute. Und genau, nach dem Einkaufen mal gucken. Ich würde ja auch gerne mein Subvoting heute noch hochladen, ob ich das noch schaffe. Dann muss natürlich das dritte Kapitel der Geschichte veröffentlicht werden. Und irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Was muss ich noch machen? Ich habe es wieder vergessen. Keine Ahnung. Ach so, wegen Lesen müssen wir mal gucken, wie es dann nachher passt. Ich muss auf jeden Fall hier heute auch ein bisschen Haushaltsgedöns erledigen, und zwar zum einen, wenn ich gleich einkaufen gehe, nehme ich die Wäsche mit runter in den Keller und wasche eine Ladung Wäsche. Und wenn ich dann nachher mein Mittagessen mache, es gibt heute Nudeln. Ich esse momentan total gerne Nudeln, ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie so eine Phase gerade. Auf jeden Fall gibt es heute Nudeln, und während die kochen, werde ich dann halt mal ein bisschen abwaschen, weil sich jetzt schon wieder von 2 Tagen das Geschirr angestaut hat. Und dann muss ich rumgehen und Mülltüten verteilen. Mein Bruder war nämlich gestern so nett und hat sämtliche Mülltüten, also Mülleimer, ausgeleert, hat aber hinterher vergessen, die Mülltüten wieder reinzumachen. Und als ich gestern Abend nach Hause kam, hatte ich da absolut keinen Bock mehr zu. Und ja, deswegen muss ich gleich erstmal die Mülleimer mit Mülltüten auffüllen. Und ja, dann mal schauen, ob ich dann, es ist jetzt nämlich schon 11:30, ob ich dann zwischen all dem Gedöns auch noch zum Lesen komme. Ich habe gestern ja in der Christmas Company, wo ist sie überhaupt? Hier ist sie. Noch weiter gelesen. Ich bin gekommen bis Seite
105. Also habe ich gestern, ich glaube, so 40 Seiten ungefähr gelesen. Kommt das hin? Ich glaube schon. Ich habe vor der Arbeit so 20 Seiten gelesen und dann vorm Schlafengehen nochmal 20. Ich finde es weiterhin so ganz niedlich und auch so ein bisschen lustig. Und ja, es ist für die Weihnachtszeit auf jeden Fall eine schöne Geschichte, aber ansonsten bisher so kein Highlight oder so. Aber ich lese es ganz gern. Ich freue mich da auch schon aufs Weiterlesen. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das vor der Arbeit schaffe. Ansonsten ja, lese ich da heute erst nach der Arbeit weiter. Und ja, im Moment habe ich wieder das Gefühl, ich komme nur so langsam voran. Und das, ja, das ist halt bei mir immer beim Spätdienst. Da kommt immer nicht so viel rum beim Lesen. Naja, aber immerhin habe ich es geschafft, gestern vor der Arbeit zu lesen. Aber ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn ich dann Frühdienst habe und mich hier nachmittags einfach einkuscheln kann und ganz in Ruhe lesen kann. Und dann ja auch wieder das freie Wochenende nächste Woche habe. Vielleicht mache ich da so einen kleinen Lesemarathon. Mal gucken, was sich so anbietet. Ja, oh, aber ich darf doch gar nicht drüber nachdenken. Als ich gestern zur Arbeit gegangen bin, dachte ich so, ja, Ende der Woche Weihnachtsfeier und so. Und dann hast du ja schon wieder Frühschicht nächste Woche und freies Wochenende. Und oh Gott, dann ist ja schon wieder der dritte Advent nächste Woche. Es geht so schnell dann tatsächlich um noch wieder die Zeit. Aber gut, wir haben jetzt erstmal Dienstag. Aber wir nähern uns dem, ja, dem schöneren Abschnitt der Woche, auf den ich mich freue, mit Donnerstag Friseur und Weihnachtsfeier, Freitag ist Nikolaus, da kommt meine Mutter zum gemütlichen Frühstücken und am Sonntag ist ja dann unser Familienkaffee trinken. Und ja, das sind so die Highlights dieser Woche sozusagen. Ja, ansonsten gibt es erstmal, glaube ich, nichts weiter zu berichten. Ich sehe jetzt zu, dass ich hier den Vlog fertig geschnitten kriege. Und dann einkaufen gehe und dann gucken wir mal, wie ich mir die Zeit hier am besten noch einteile. Ich war gestern übrigens ganz schlau, das fällt mir gerade noch ein. Ich habe hier meinen Tee-Adventskalender. Und da gehe ich ja heute Abend dann wieder dran. Und gestern Abend habe ich mir den Tee gemacht, der war übrigens sehr lecker. Aber ich habe dann so, nachdem die Hälfte der Tasse leer war, angefangen zu lesen und habe den Tee dann vergessen. Und er ist tatsächlich kalt geworden, weil ich dann gelesen und nicht mehr drauf geguckt habe. Und ja, dann war er kalt und kalten Tee mag ich einfach nicht. Das heißt, ich musste leider die Hälfte dann wegkippen. Das war ein bisschen blöd. Aber na gut. Davon abgesehen hat er aber gut geschmeckt. Ich versuche das heute Abend ein bisschen geschickter anzustellen, damit ich ihn nicht wieder wegkippen muss. Ja, jetzt widme ich mich aber erst bei dem Vlog. So, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit. So ist das im Winter hier mit dem Tageslicht. Ich mache mir jetzt gerade noch mal Teewasser. Ich bin gerade einkaufen gewesen, bin jetzt wieder zu Hause und ich friere. Oh, schlimm. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der allgemeinen Temperatur hier. Aber eigentlich die Heizung und so ist an und oh, der Nachbarskater streicht wieder durch die Gegend. Der erinnert mich immer an unseren Kater von früher. Der sieht halt ähnlich aus und ist auch so ein bisschen bullig, sage ich mal, so muskulös. Und der ist aber ziemlich fies. Hier ist die Heizung auch an. Oh, ich friere einfach so. Den darf man nicht zu nahe kommen. Der springt dann direkt ans Bein und kratzt und faucht, weil er halt so sein Revier verteidigt. Der hat im Prinzip die ganze Straße hier für sich, weil er der einzige Freigänger hier in der Ecke ist. Und das macht er auch sehr deutlich. Also der geht hier immer so eine Runde die Straße rauf und runter. Ist manchmal eigentlich niedlich zu beobachten. Aber wie gesagt, man darf dem nicht zu nahe kommen. Das eine Mal lag er auf dem Nachbargrundstück und hat mich angefaucht, als ich zu meiner Haustür gegangen bin, weil er mich direkt als Eindringling gesehen hat. Also ganz so nett ist das dann auch wieder nicht. Ich mache jetzt gerade Teewasser und habe beschlossen, dann eine Stunde zu lesen. Es ist jetzt Viertel nach 12. Ich habe mir wieder den Wecker gestellt, damit ich weiß, wann ich mir mein Mittagessen machen muss, damit ich noch in Ruhe essen kann. Und ja, bis der klingelt, werde ich jetzt lesen. Mein Vlog von gestern, der exportiert gerade. Heißt, den werde ich dann beim Essen nebenher noch hochladen und dann gucke ich, dass ich beim Essen auch anfange, das Subvoting zu schneiden. Das geht dann morgen online. Heute schaffe ich es nicht mehr, aber macht ja nichts. Ihr bekommt ja durch den Vlogmas momentan auch so recht viele Videos, auch wenn es jetzt nicht so speziell Büchervideos sind. Ja, und dann gucken wir mal. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben ja Donnerstag unsere Weihnachtsfeier von der Arbeit und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich habe ja Donnerstag Spätschicht und mir wurde gesagt, schon seit ich mich da angemeldet habe, da wusste ich ja noch nicht, wie ich arbeiten muss. Hier steht irgendwie so eine Strähne ab. Und da habe ich halt gefragt, wie das denn ist, wenn ihr Spätdienst habt. Der geht ja bis 9 oder 8:30 und die Feier fängt um 6:30 an. Dann brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr zu kommen, weil wenn ich dann um 8:30 Schluss habe, bis ich da bin, ist es mindestens 8:45.
Und dann gehen die ersten ja schon fast wieder, die am nächsten Tag Frühdienst haben. Also das lohnt sich ja gar nicht. Und da wurde mir die ganze Zeit gesagt, doch, das wird organisiert. Und diejenigen, die Frühdienst haben, nehmen halt dem Spätdienst 2, 3 Leute ab. Also arbeiten praktisch freiwillig auch noch mal kurz im Spätdienst, damit es halt möglich ist, dass alle kommen können. Und ja, das wurde so gesagt mehrfach und habe ich gesagt, gut, dann kann ich kommen. Und dann ist das irgendwie jetzt, nenne ich im Sande verlaufen, aber es wurde nicht nochmal angesprochen. Dann habe ich mir meine Tour für Donnerstag angeguckt und die geht halt bis 8:30. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil mir gesagt wurde, die Chefin organisiert das. Und ich habe sie halt gestern gefragt. Und sie meinte, ja, sie organisiert das auch, aber eigentlich ist es so, dass das halt im Team geregelt wird, sprich, die Mitarbeiter sprechen sich untereinander ab. Der Spät, die Leute, die Frühdienst haben, überlegen halt, ob sie Zeit und Lust haben und sprechen den Spätdienst an oder der Spätdienst fragt halt, wer denn was übernehmen kann und dann wird das so abgesprochen und sie plant das dann dementsprechend. Das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte halt wirklich, sie guckt, wie es passt und naja, egal. So wie es mir halt am Anfang gesagt wurde. Aber ja, ich habe dann mit der einen Kollegin gestern schon gesprochen, beziehungsweise sie hatte mich angesprochen, sie würde mir ein paar Leute abnehmen dann im Spätdienst. Und ich müsste halt nur die schon mal fragen, ob das für die okay ist, wenn wir dann früher kommen, weil die haben ja alle so ihre Zeiten, wann wir da immer hinfahren. Ist ja jeden Tag ungefähr ähnlich und das geht an dem Tag dann natürlich nicht. Wenn ich um, sagen wir mal, 6:30, so ein bisschen später kann ich ja kommen, wenn ich um 6:30 mit der Tour durch sein soll, kann ich ja nicht zu dem um 8 fahren, der sonst immer um 8 dran ist, ne? Macht ja keinen Sinn. Und von daher wäre der ja früher dran, aber ich habe das gestern schon mit denen besprochen und die hatten alle nichts dagegen, wenn ich einmal oder einer von uns einmal früher kommt, weil ich halt erzählt habe, wir haben Weihnachtsfeier und so. Und ja, die waren tatsächlich einverstanden. Hätte ich gar nicht mal so unbedingt gedacht, dass das für alle so okay ist. Aber ja, ist ja ganz schön. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch darum kümmern, das abzusprechen mit der einen, die sich da gestern angeboten hatte, ob sie mir da halt da 2, 3 Leute abnimmt und das mit der Chefin klären und dann gucken, ob ich vielleicht noch wen anders finde, der 2, 3 Leute vom Anfang der Tour vielleicht mir abnimmt, damit ich dann zum Ende mit der Zeit hinkomme. Ich muss mal schauen. Aber es wäre ja ganz schön, wenn das dann alles klappen würde und ich nicht so mega spät erst auf der Weihnachtsfeier auftauche, weil wir ja auch wichteln wollen zum Beispiel. Und wir machen Schrottwichteln und ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich beim Schrottwichteln verschenken könnte. Ich hätte natürlich halt auch ein paar Bücher hier, die ich aussortiert habe, aber ich weiß halt gar nicht, wer von denen vielleicht gerne liest und vor allem, was diejenigen so lesen. Aber das wäre vielleicht eine Überlegung, dass ich ein Buch verschenke und dann noch irgendwie, ich habe hier so ganz viele alte Stofftier-Schlüsselanhänger, die bei mir alle irgendwo im Regal rumsitzen, weil ich sie halt nicht an meine Schlüssel mache. Also ich finde halt Schrottwichteln. Man soll ja nichts kaufen oder so. Man soll ja was verschenken, was man zu Hause hat, was man eigentlich nicht mehr braucht. Aber ich finde es halt auch doof, irgendwas zu verschenken, was kaputt ist oder total hässlich. Ich finde, man sollte sich da trotzdem irgendwie noch drüber freuen können. Und deswegen finde ich so die Idee mit dem Buch und dann vielleicht so ein Schlüsselanhänger oder so gar nicht mal so schlecht. Und dann verpacke ich das mit Zeitungspapier. Vielleicht packe ich es in einen alten Versandkarton, den ich hier noch habe. Muss ich mal gucken. Und dann ja mal schauen. Wir machen das dann so mit Würfeln, dass das dann rumgereicht wird und irgendwann ist halt Stopp. Und dann packt jeder das aus, was er vor der Nase hat. Finde ich ganz lustig. Habe ich noch nie gemacht. Wir wichteln bei meiner Oma seit ein paar Jahren Weihnachten ja auch immer, aber wir machen halt Wichteln mit Wunschzettel im Prinzip. Also es werden die Wichtel verteilt und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder seinen Wunschzettel hinschickt. Weil an Heiligabend soll man sich ja doch dann freuen und was bekommen, was man sich gewünscht hat. Was mich übrigens auf den Gedanken bringt, dass ich unbedingt die Tage mal überlegen muss, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Mein Papa hat schon gefragt und meine Mama auch schon und ich weiß eigentlich nichts. Klar, ich könnte einfach eine Liste von Büchern machen, fände ich aber auch ein bisschen langweilig. Von daher werde ich noch mal so ein bisschen gucken, ja, was ich mir denn wünschen könnte und das am besten diese Woche noch, weil sonst wird es ein bisschen knapp. Geburtstag habe ich ja dann auch noch. Es ist immer jedes Jahr wieder schwierig. Naja, so. Ich schnapp mir jetzt erstmal meinen Tee und lese, wie gesagt, ein bisschen. Und nachher, nach dem Essen, dachte ich, picke ich mir hier die ersten 2, 3 Fragen aus den Kommentaren raus, die ihr mir geschickt habt, und mache hier eine kleine Frage-Beantwortungsrunde. Ich hoffe, ich habe dann die Zeit noch, aber ich denke mal, das wird dann schon noch passen. So, es ist jetzt 2:30. Ich muss mich langsam schon mal gedanklich auf die Arbeit vorbereiten. Werde mich gleich umziehen und meine Tasche packen. Aber ja, wollte mich jetzt vorher noch mal melden. Ich habe
Erstmal, was ist da draußen los? Keine Ahnung. Krach da draußen. Hilfe. Ich habe erstmal gerade tatsächlich doch noch mein Subvoting geschnitten. Das ist jetzt für morgen fertig. Dadurch bin ich jetzt zwar nicht mehr zum Lesen gekommen, aber gut. Dafür habe ich das Video halt fertig wenigstens. Und habe meine Geschichte für heute veröffentlicht, also das Kapitel, habe meinen Instagram-Post gemacht im Rahmen des Vlogmesses und mit meiner Mutter telefoniert und gegessen. Und jetzt habe ich noch so 20, 30 Minuten, bevor ich mich für die Arbeit so richtig fertig mache und alles einpacke. Ich mache mir gerade schon Wasser für den Tee. Ich mache das immer ein bisschen vorher, damit der Tee nicht so ganz so heiß ist, bevor ich ihn in die Thermoskanne fülle. Weil der kühlt dann ja eigentlich so im Prinzip gar nicht ab. Und ich habe halt ja immer nicht so viel Zeit meistens unterwegs. Das heißt, wenn der Tee dann noch so heiß ist, habe ich entweder die Wahl zwischen ihn nicht trinken oder mir die Zunge verbrennen, weil ich halt keine Zeit habe, so zu pusten und ihn kurz abkühlen zu lassen. Und deswegen lasse ich ihn halt, koche ich das Wasser immer schon vorher und lasse ihn dann halt, bevor ich ihn umfülle, ein bisschen abkühlen schon mal, damit er so eine trinkbare Temperatur hat. Und ja, ich habe gerade 3 Bücher bestellt, die kommen übermorgen. Die werde ich euch dann natürlich zeigen, wenn sie da sind. Das eine ist eine Leserunde für diesen Monat noch. Das Buch lese ich nächste Woche mit der lieben Melli zusammen. Und ich hatte es halt noch nicht hier. Und deswegen musste ich das jetzt noch besorgen. Und da ich diese Woche nicht in der Stadt komme, habe ich es jetzt halt bestellt. Und dachte, wenn ich eh schon dabei bin, kann ich ja mal gucken, was ich sonst noch auf dem Wunschzettel habe. Und habe mir eine Fortsetzung bestellt und noch ein anderes Buch. Ich zeige es euch dann übermorgen, wenn die Bücher kommen. Übermorgen? Heute ist der dritte. Kommen die erst in 3 Tagen? Wieso kommen die erst in 3 Tagen? Die kommen Freitag am 6. Das ist nicht übermorgen. Jetzt ist natürlich die Frage mysteriös. Naja, ist ja auch egal. Dann kommen sie eben am Freitag als kleines Nikolausgeschenk. Für mich selbst. Und ich habe auch ein Buch rausgefunden, was ich mir zu Weihnachten wünschen werde. Das ist nämlich die illustrierte Schmuckausgabe von den Beedeln, von den Märchen, vom Beedle den Baden, so, von Harry Potter da, dieser Zusatzband mit den Märchen. Den gibt es auch illustriert und den habe ich noch nicht. Und das ist aber wieder so ein Buch, was teurer ist, was ich mir selbst so erstmal nicht kaufen würde. Und deswegen dachte ich, wünsche ich mir das doch, dann habe ich zumindest schon mal eine Sache auf meinem Wunschzettel stehen. Aber ja, ich werde mir noch ein paar überlegen müssen, weil wie gesagt, wir wichteln ja auch bei meiner Oma. Und da müssen wir bald, also wir werden am Sonntag auslosen und dann müsste ich eigentlich auch meinen Wunschzettel dafür schon fertig haben und so. Also ja, ich muss mir da noch ein paar Gedanken machen. Ja, und so habe ich mir bis jetzt die Zeit vertrieben und jetzt dachte ich, nehme ich mir noch mal kurz Zeit und pick mir 1, 2 von euren Fragen raus und beantworte die. Und dann werde ich mich für die Arbeit fertig machen und hoffentlich heute Abend dann ein bisschen mehr Zeit zum Lesen haben. Gestern war ich tatsächlich relativ munter noch so. Also wenn ich bedenke, sonst komme ich von der Spätschicht und bin einfach nur müde. Aber gestern war ich tatsächlich noch einigermaßen munter. Und ich suche hier gerade nebenbei die Fragen. Nicht wundern, wenn ich nach unten gucke. Und hätte eigentlich lesetechnisch auch noch einiges schaffen können. Aber ja, ich hatte dann erst gegessen und habe dann so eine Runde mit Emma gespielt und gekuschelt. Und als ich dann endlich angefangen habe zu lesen, nach dem letzten Mal vloggen, war es, glaube ich, schon 10:30 oder so. Und da war ich dann tatsächlich doch sehr schnell müde. Deswegen habe ich dann gestern Abend noch diese 20 Seiten geschafft. Aber heute müsste ich rein theoretisch ein bisschen früher Feierabend haben. Und vielleicht, klappt es dann heute besser mit dem Lesen heute Abend. Mal schauen. So, also erstmal 2 Fragen, die mir so jetzt noch gestellt wurden. Die eine war, ob ich nicht mal ein bisschen mehr zeigen könnte, was ich so esse. Also so in den Vlogs oder auch als Food Diary, weiß ich nicht. Also ich würde es, wenn, am ehesten in den Vlogs einbauen. Wenn ihr da Lust drauf habt, das könnt ihr mir ja nochmal schreiben. Ich finde es manchmal auch ganz interessant, was andere Leute so essen, weil man hat ja immer mal so einen Tag, wo man sich so überlegt, Mensch, was macht man heute, was isst man heute, was kocht man heute und hat so gar keine Ideen. Und da finde ich das dann immer ganz hilfreich, sich das bei anderen einfach mal anzugucken und sich so ein paar Ideen zu holen. Aber ihr könnt mir nochmal schreiben, ob ihr da wirklich Lust drauf habt. Ich würde das dann jetzt einfach im Vlogmas so ein bisschen integrieren und dann in Zukunft, denke ich mal, in den Weekly Vlogs und so mal schauen. Und das zweite war, was ich auch öfter schon gefragt wurde, ob ich nicht das Rezept für diese Nussröllchen, die ich gebacken habe letzten Mittwoch, mit euch teilen könnte. Das wurde ich auch letztes Jahr schon gefragt. Ich glaube, davor das Jahr auch schon. Die sind auch wirklich wahnsinnig lecker. Ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt im Rahmen des Vlogmas sowieso einmal noch irgendwie backen wollte. Ich habe ja noch ein paar andere Rezepte hier rausgesucht
Und dann würde ich einfach von den Nussröhrchen auch nochmal welche backen und das da mit euch teilen und euch sagen, wie die gemacht werden. Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich es zeitlich schaffe. Ich hoffe schon, weil einmal backen wollte ich auf jeden Fall noch nächste Woche, wenn ich wieder Frühdienst habe. Oder vielleicht auch nächste Woche am Wochenende, wenn ich frei habe. Dann kann ich das Ganze in Ruhe machen und dann würde ich hier einfach so ein kleines Backvideo mal hochladen und ich würde es in den täglichen Vlog dann integrieren. Muss ich mal gucken. Aber ja, ich habe es im Kopf. Und dann wurde ich noch gefragt, wo ich den Adventskalender her habe, den mit Schokolade. Der ist von der Heilemann-Konfiserie. Da ist auch der Kalender her gewesen, den ich die letzten 2 Jahre hatte. Gekauft habe ich den bei Galeria Kaufhof. Den gibt es bestimmt auch überall anders noch, aber da habe ich ihn halt her. Und wie gesagt, von Heilemann. Und ja, bisher gefällt mir der sehr gut. Da sind wieder sehr süße Tierfiguren drin. Diesmal sind es Hohlfiguren, sprich, die sind etwas größer und breiter, aber innen drin ist halt keine Schokolade. Ich hatte die letzten 2 Jahre ja einen anderen, auch von der Marke, aber halt beides mal den gleichen. Da waren halt diese normalen, flachen Figuren, sage ich mal, drin. Aber auch sehr, sehr süß, sehr süße Tierfiguren. Und ich dachte dieses Jahr einfach, ich nehme mal einen anderen, weil ich da nach 3 Jahren, ich glaube, ich hätte den 3 Jahre, und da kannte ich jetzt einfach natürlich die Figuren alle schon. Und ich dachte, damit ich mal wieder so ein bisschen Überraschungseffekt habe, nehme ich mal den anderen. Und da der von der gleichen Firma ist, hatte ich da ein gutes Gefühl. Und bisher, wie gesagt, waren die Figuren ja auch total niedlich und die Schokolade schmeckt, also alles super. Ja, dann habt ihr mich gefragt, unter anderem, ich glaube, ich suche mal lieber eine von den kürzeren Fragen raus, weil ganz so viel Zeit habe ich jetzt ja gerade nicht mehr. Die hier sind gut. Also, lieber Hardcover oder Taschenbuch? Ich war früher mega das Team Hardcover. Da es aber viele Bü Geschichten nun mal nur als Taschenbuch gibt, habe ich auch sehr viele Taschenbücher, aber wenn man sich in meinen Regalen so umguckt, ist natürlich deutlich, die Hardcover überwiegen doch etwas. Ich finde Hardcover einfach schöner, weil erstmal sehen sie, finde ich, im Regal schöner aus, gerade wenn sie gelesen sind. Sie bekommen halt nicht so Leserillen, klar. Manchmal lesen sie sich ein bisschen schief, gerade die dickeren Bücher. Aber ich finde bei Taschenbüchern diese Leserillen halt einfach immer so hässlich. Und hinzu kommt, dass Taschenbücher halt einfach generell anfälliger sind, gerade wenn man sie dann noch irgendwo mit hinnimmt oder so. Oder ja, ich habe ja auch hier so eine Katze, die ein Talent hat, Sachen durch die Gegend zu schubsen, vom Tisch zu werfen oder was auch immer. Dann landet das Taschenbuch mal falsch und dann knickt der Umschlag um, also der Gesundheit, knickt der Einband um und so. Und von daher, ja, ich mag Hardcover einfach lieber, weil die nicht so anfällig sind und weil sie meistens hübscher sind. Aber ich würde nie sagen, ich kaufe ein Buch nicht, weil es das nur als Taschenbuch gibt. Das ist halt Quatsch. Letztendlich geht es ja um die Geschichte. Aber ja, alles in allem finde ich doch Hardcover schöner und freue mich immer, wenn ein Buch, was ich lesen möchte, als Hardcover erscheint. Dann eine Frage von der gleichen Person. Wie feierst du Weihnachten? Da könnte ich euch jetzt tatsächlich sehr, sehr viel erzählen. Es wird in diesem Jahr so sein, dass wir, also mein Bruder und ich, Heiligabend zu meiner Mutter fahren. Vielleicht schon morgens zum Frühstück, vielleicht aber auch erst gegen Mittag zum Mittagessen. Das kommt im Moment noch drauf an, ob meine Mutter morgens arbeiten muss. Wobei ich gesagt habe, selbst wenn, Ferris ist ja auch noch da, mein anderer Bruder, dann würde ich morgens trotzdem schon hinfahren und ihm halt Gesellschaft leisten, halt einfach weil Weihnachten ist. Und dann können wir nämlich gemeinsam schon mal einen Tisch decken fürs Mittagessen und so. Und wenn meine Mutter dann wieder da ist, können wir in Ruhe Mittagessen. Mein Stiefvater kommt dann auch erst so gegen 13, 14 Uhr und von daher wäre dann schon alles vorbereitet. Bei uns gibt es ganz klassisch dann Kartoffelsalat mit Würstchen. Und ja, nach dem Mittagessen, meistens ist es dann nicht mehr allzu viel Zeit, dann gehen wir in die Kirche zum Krippenspiel. Letztes Jahr war das ein bisschen sehr chaotisch, weil wir hatten uns eine Kirche rausgesucht, die halt da um die Ecke ist. Da war ja alles neu noch letztes Jahr. Da war meine Mutter und mein Stiefvater ja gerade erst umgezogen. Und da war halt eine Kirche um die Ecke, wo wir dachten, gut, dann gehen wir dahin, ist in der Nähe. Und gehen halt nicht in die Kirche, wo wir sonst immer hingehen. Aber die ist richtig winzig. Wir waren zwar echt irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher schon da und es war aber alles schon voll, weil da halt auch ein Krippenspiel aufgeführt wurde. Und natürlich haben all die Kinder, die da mitspielen, ihre Eltern und Großeltern und sonstiges an Verwandtschaft dabei. Und allein dadurch war die Kirche einfach schon voll. So, und dann sind wir jetzt tatsächlich doch ins Auto gestiegen und zu unserer alten Kirche gehetzt, wo wir sonst immer waren. Da fing das zur gleichen Zeit an, aber da wir da dann erst noch hin mussten und so, waren wir irgendwie 10 Minuten vor Beginn da. Haben zwar gerade so noch Sitzplätze bekommen, aber es war eine echt enge Angelegenheit.
Und ja, deswegen haben wir dieses Jahr gleich beschlossen, wir gehen gleich wieder in unsere Kirche von früher und haben auch schon rausgesucht, wann wir da sein müssen. Es gibt da um 15:30 Uhr und um 17 Uhr so ein Krippenspiel. Wahrscheinlich werden wir um 15:30 Uhr gehen, weil 17 Uhr dann zu spät ist. Weil nach der Kirche wollen wir in Ruhe Kaffee trinken, Adventskranz anzünden, Lebkuchen verspeisen, Kakao trinken, Weihnachtsmusik hören, sowas. Und dann ist, wenn es um 17 Uhr, dann wären wir erst um 6:30 oder so zu Hause und dann wird das alles zu knapp, weil wir nach dem Kaffee trinken dann noch gemütlich Bescherung machen wollen. Und zwischen 20 und 21 Uhr sind wir dann halt alle bei meiner Oma verabredet. Und deswegen ist das mit 17 Uhr alles ein bisschen knapp. Aber ja, das wären dann so die nächsten Schritte. Kaffee trinken ganz gemütlich, dann Bescherung, die bei uns ein bisschen kleiner ausfällt. Weil ja, wir arbeiten eigentlich alle, außer Ferris, der hat ja seine Ausbildung fertig und geht jetzt aktuell wieder zur Schule. Aber sonst arbeiten wir alle, verdienen selbst Geld und deswegen machen wir uns nicht so Riesengeschenke. Mein Papa kommt dann zur Bescherung auch dazu und dann fahren wir von da aus halt zu meiner Oma, wobei ich und Nick dann erst noch mal kurz einen Abstecher hier nach Hause machen, weil Emma noch mal gefüttert werden muss. Die ist ja sonst den ganzen Tag ohne Futter und beziehungsweise es wird nicht nachgefüllt und dann hat sie nur das Trockenfutter da stehen und wir gehen dann einfach sicherheitshalber noch mal hier vorbei, gucken, wie es ihr geht und werfen ihr ein bisschen Nassfutter in den Napf. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Und dann fahren wir zu meiner Oma. Bei meiner Oma gibt es dann Weihnachtslieder singen unterm Weihnachtsbaum. Und dann ja, wichteln wir ja. Das heißt, es gibt auch eine kleine Bescherung. Und dann gibt es nochmal lecker Essen. Und so gegen 22, ja, meistens eher 23 Uhr, ist das Programm in Anführungszeichen dann durch. Und oft ist es so, dass sich die Feier dann auch langsam wieder auflöst, weil viele dann doch Heiligabend relativ früh aufgestanden sind und so. Ja, das ist Heiligabend. Am ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir wieder zu meiner Mutter. Da gibt es ein Mittagessen ganz groß. Mein Stiefvater gibt sich da richtig viel Mühe und macht so ein richtig tolles Menü immer. Und dann gibt es auch Kaffee und Kuchen wieder. Wir spielen vielleicht was, hören wieder Weihnachtsmusik und sitzen da dann bis abends. Also so ein ganz gemütlicher Familientag. In den letzten Jahren haben wir auch meine Großeltern öfter eingeladen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch wieder so ist. Das war meistens immer so eine spontane Sache, je nachdem auch, ob die Zeit hatten oder nicht. Und ja, es ist ein ganz gemütlicher Tag. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag ja, starten wir den Tag auch hier gemütlich zu Hause. Und treffen uns dann erst am Nachmittag wieder bei meiner Oma für Kaffee und Kuchen. Und ja, das war's im Prinzip. Das sind auch so im Prinzip unsere Traditionen, weil wir das wirklich schon immer eigentlich so gemacht haben, so in dem Dreh. Letztes Jahr haben wir zum allerersten Mal an Heiligabend den Baum noch geschmückt bei meiner Mama, was aber eher daher kam, dass sie durch den Umzug nicht mehr wusste, wo der Baumschmuck ist. Und sie war ganz verzweifelt und hat Tage vorher die Kisten gesucht, beziehungsweise eigentlich erst am 23. abends, weil sie da anfangen wollte zu schmücken. Und dann hat sie den Schmuck nicht gefunden. Und es war halt schon später Abend, sie konnte nirgends mehr hin. Und dann hat mein Stiefvater, war das, glaube ich, oder mein Bruder, irgendwer hat dann am Heiligabend morgen noch Weihnachtsschmuck gekauft. Und ich hatte ein bisschen was hier, was sie mir geschenkt hatte für meinen ersten Baum, aber da ich es ja letztes Jahr nicht brauchte, habe ich das dann da wieder mit hingenommen. Das heißt, es war halt erst an Heiligabend der Schmuck da. Und ja, es war generell ein bisschen chaotisch, weil meine Mutter war dann halt ganz aufgelöst und hat irgendwie nichts geschafft mehr. Und es war generell, ich weiß gar nicht, da waren noch irgendwelche andere Sachen. Es war auf jeden Fall total chaotisch. Und dann habe ich halt am 23. hier noch so ein bisschen was fürs Frühstück vorbereitet, so Käsepika, Tomatenmozzarella-Sticks und solche Sachen. Und habe das halt mit hingenommen und da hat sie sich dann sehr gefreut und haben wir erstmal gemütlich gefrühstückt. Und dann hatte ich ja den Schmuck dabei und dann haben wir alle zusammen noch den Weihnachtsbaum zusammengeschmückt und dann war auch alles wieder gut und alle glücklich. Naja, das war das erste Mal, dass wir den Baum halt an Heiligabend morgens noch zusammen geschmückt haben. Und sonst hat meine Mama das immer am 23. abends gemacht und wir haben uns so ein bisschen überraschen lassen, wie es dann aussieht. Aber ich muss sagen, ich fand das letztes Jahr ganz schön und habe schon zu ihr gesagt, wenn es zeitlich passt, können wir das ja dieses Jahr wieder genauso machen. Aber das wird sich dann kurzfristig entscheiden. Ja, aber so feiere ich Weihnachten und Silvester, schauen wir mal. Ich muss Silvester und Neujahr arbeiten. Ich habe an beiden Tagen Frühschicht. Das wird echt hart, weil ich zum einen will ich mir Silvester nicht entgehen lassen. Zum anderen ist es so, selbst wenn ich nicht feiern würde, könnte ich sowieso nicht schlafen. Erstmal wird man um 12 Uhr sowieso durch das Geböllere wach. Und zweitens, im letzten Jahr war es so, da hat meine
Die hat die eine Bewohnerin hier unten im Haus eine riesen Party geschmissen und die ging bis 8 Uhr morgens und die Musik war wirklich so laut, dass ich jedes Lied erkannt habe, also den Songtext verstehen konnte. Und man kann da natürlich an Silvester nicht wirklich was sagen. Und meine Vermieterin wohnt auch hier im Haus, die hat auch nicht geschimpft. Also kann ja ich schlecht hingehen und sagen, hier, sorry, mach mal leiser, ich will schlafen. An Silvester, das geht irgendwie nicht. Und naja, wenn ich bedenke, ich gehe stark davon aus, dass sie das dieses Jahr auch machen wird. Das heißt, vor 8 Uhr könnte ich eh nicht einschlafen. Da um 6 Uhr meine Frühschicht anfängt, kann ich schlafen also eh vergessen. Und dann so, das ist jetzt ein kleiner Nachtrag zu dem Vlog. Ich war gerade dabei, ihn zu schneiden und habe festgestellt, er bricht mittendrin ab. Irgendwie sind meine Clips gerade beim Kopieren verschwunden, die letzten zwei. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Ich weiß nur, dass mir, als ich dann die Speicherkarte freigemacht habe, also alles gelöscht habe, was drauf ist, nachdem ich eigentlich alles kopiert hatte, da wurde mir angezeigt, dass halt zwei Clips nicht mehr zu finden sind. Und da dachte ich mir noch so, okay. Vielleicht habe ich die nicht kopiert, sondern irgendwie verschoben und sie sind deshalb nicht mehr auf der Speicherkarte. Aber als ich dann eben angefangen habe zu schneiden, habe ich gemerkt, die sind komplett weg. Die sind auch nicht in meinem Ordner. Ja, keine Ahnung, wo sie abgeblieben sind. Ist ein bisschen blöd jetzt. Ich habe aber dann, nachdem ich die Fragen beantwortet hatte, nicht mehr allzu viel gemacht. Ich bin dann arbeiten gegangen und habe gestern Abend dann meinen Tee probiert. Der schmeckte nach Pfefferminze diesmal, war auch sehr lecker. Ich habe ihn diesmal auch ausgetrunken, bevor er kalt geworden ist. Und ihr habt dann meinen Adventskalender gebücher gelesen und mir dann die Christmas Company geschnappt. Und das war es im Prinzip auch, was gestern passiert ist. Also es fehlt Gott sei Dank nichts Spannendes in diesem Vlog. Und ja, von daher war es das jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn wir uns dann morgen im nächsten Vlog wiedersehen. Bis dann, tschüss.